Beim Speiseröhrenkrebs müssen viele Fachabteilungen gut miteinander zusammenarbeiten. Meistens ist es so, dass es mit Schluckstörungen losgeht. Man hat ein Fremdkörpergefühl, es drückt praktisch beim Essen, man hat das Gefühl, das Essen geht nicht richtig weiter. Das sind so die ersten Anfangsstadien eines Speiseröhrenkrebs. In der Folge tritt dann meistens Gewichtsstörung auf und ein Brennen. Das sollte dann weiter abgeklärt werden. Am Anfang vor der Diagnose Speiseröhrenkrebs steht immer eine Magenspiegelung. In dieser Magenspiegelung wird die Schleimhaut sowohl der Speiseröhre wie des Mageneingangs kontrolliert und Gewebeproben genommen. Die weitere Diagnostik dient dann zur Sicherstellung, ob dieser Tumor, wenn er histologisch gesichert ist, gestreut hat. Dementsprechend führt man Röntgenuntersuchungen durch, wie eine Computertomographie oder wie ein MRT. Die Therapie des Ösophaguskarzinoms ist multimodal, wie man sagt. Das heißt, es sind verschiedene Schritte, die folgen. In der Regel ist es so, dass diese Patienten, bevor sie operiert werden, eine Chemotherapie kriegen. Die dient dazu, den Tumor zu verkleinern und eventuelle Metastasen schrumpfen zu lassen. In der Folge kommt dann die Operation, die in der Regel robotergestützt minimalinvasiv erfolgt, und im Anschluss dann nochmals eine abschließende Chemotherapie.